Hallo, ich freue mich, dich bei einem neuen Video vom Bauwesen Kompakt begrüßen zu dürfen. Du hast dich schon immer gefragt, was Beton eigentlich ist und willst ein paar historische Fakten wissen? Wir beginnen mit diesem Video eine Reihe über Beton. Abonniere diesen Kanal, wenn du nichts verpassen willst. Was ist Beton und warum kommt er fast überall zur Anwendung? Bevor wir uns in die Geschichte stürzen, will ich dir kurz erklären, was Beton eigentlich ist. Ganz allgemein gesagt ist Beton ein Gemisch aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und Flüssigkeiten. Das Bindemittel ist dabei Zement, der Zuschlagstoff Sand oder Kies, die Flüssigkeit Wasser und schon hast du Beton. So, jetzt wissen wir schon mal, was Beton ist. Aber warum kommt er fast in jedem Bauvorhaben zur Anwendung? Ich will es mal so sagen, Beton bietet Möglichkeiten. Neben den hohen Druckfestigkeiten kann durch die Zugabe von Bewehrungen in Form von Stahlstäben oder Matten für die Krane Bauteile mit hohen Spannweiten in den unterschiedlichsten Geometrien realisiert werden. Kommen wir nun zur Geschichte vom Beton und wann der Betonwahnsinn eigentlich angefangen hat. Die Geschichte vom Beton beginnt nicht, wie vielleicht viele denken, zu Zeiten der Neuzeit, sondern beginnt bereits während der Antike. Römische Baumeister verwendeten bereits im 3. Jahrhundert vor Christi Mischungen aus Sand, Stein, Wasser und Kalk und konstruierten Bauteile mit hohen Druckfestigkeiten. Der Werkstoff wurde Opus Cementium genannt und fand zunächst Anwendung bei Mauern, Brücken und Bauteile dieser Art. Später fand der Werkstoff Anwendung im Kuppelbau, wodurch riesige Abmessungen umsetzbar waren. Ein Beispiel hierfür ist das nach 128 nach Christi fertiggestellte Pantheon in Rom mit einem Kuppeldurchmesser von 43 Meter. Das Pantheon gehört zu den ältesten und größten Betonbauwerken der Welt. Ich würde sagen, das war eine Revolution im Bauwesen. Eine Umsetzung eines solchen Bauwerks zu dieser Zeit mit den verfügbaren Mitteln ist in Sachen Bauplanung und Ausführung wirklich eine Meisterleistung. Woher das Wort Beton stammt, ist bis heute unklar. Durch schriftliche Überlieferungen ist der Begriff Beton im Jahre 1753 aufgetaucht. Über die Jahre wurde das Gemisch weiterverarbeitet und verbessert, bis 1867 das erste Patent für bewährten Beton angemeldet wurde. Entgegen den Erwartungen, dass ein Ingenieur das Patent angemeldet hat, war es ein französischer Gärtner, der bereits seit 1848 Blumenkübel aus bewährtem Beton herstellt. Seitdem wurde der Werkstoff immer mehr erforscht, verbessert und modifiziert. Eine Umsetzung von filigranen, dauerhaften und tragfähigen Bauteilen gehört zum Tagesgeschäft bei der Arbeit mit Stahlbeton. So, nachdem wir nun was über die Geschichte gehört haben, wie steht es denn heute um den Baustoff Beton? Die vielfältige Anwendung von Beton ist kein Geheimnis mehr. Nahezu jedes Bauteil lässt sich in Beton realisieren, sei es eine Geschossdecke, Wände, Treppen, Balken und vieles mehr. Selbst Objekte in reiner Stahl- oder Holzbauweise kommen nicht um eine Gründung in Form einer Bodenplatte oder Streifenfundamente aus Beton. Beton ist in den nächsten Jahren nicht aus dem Bauwesen wegzudenken. Die heute aufgeführten Bauweisen sind die Ortbetonbauweise und die Fertigstahlbauweise. Die Wahl der richtigen Bauweise muss objektbezogen durch den Planer erfolgen. Abwägung der Vor- und Nachteile der einzelnen Bauweise. Sprechen wir nun kurz über einzelne Vor- und Nachteile. Vorteil der Ortbetonbauweise ist die Umsetzung von vielfältigen Geometrien. Fertigteilwerke dahingehend sind begrenzt, meist nur einfache Geometrien in Form von Platten, Rechtecken. Nachteil wiederum von der Ortbetonbauweise ist der erhöhte Schal- und Bewährungsaufwand, den man auf der Baustelle hat. Ich sage bewusst erhöht, weil bei der Fertigstellbauweise auch ein gewisser Schal- und Bewährungsaufwand benötigt wird. Ich werde die Bauweisen nochmal in einem separaten Video genauer unter die Lupe nehmen. Für dieses Video sollte es erstmal reichen. Wenn du dazu noch Fragen hast, schreib mir gerne doch einfach einen Kommentar. Wie sieht es nun mit der Zukunft von Beton aus? Vorab meine persönliche Meinung. Ich denke nicht, dass Beton in naher Zukunft durch einen anderen Werkstoff ersetzt wird. Ein kleines Beispiel dazu. Aufgrund Platzmangel in Städten ist der Mensch gezwungen, in die Höhe zu bauen. In reiner Stahl- und Holzbauweise wird es hinsichtlich der Gebäudeaussteifung und den angreifenden Windlasten ab bestimmten Höhen sehr schwierig. Und deswegen denke ich, wird der Beton noch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eine große Rolle im Bauwesen spielen. Das war jedoch nur meine persönliche Meinung. Was sagen denn die Fakten? Fakt ist, dass eine Forschung und eine Weiterentwicklung von Beton noch nicht abgeschlossen ist. In den letzten Jahren wurde das Feld von Beton mit Zugabe einer Bewährung aus Carbonfasern oder Carbonstäben zu einer der größten Forschungsprojekte in Deutschland im Bauwesen.
In der Sanierung kommt Carbonbeton bereits seit mehreren Jahren zur Anwendung, speziell im Brückenbau. Weiterhin werden jährlich neue Technologien rund um das Thema Beton entwickelt, wie spezielle Bewährungseisen oder neue Einbauteile. Wir werden sehen, was die Entwicklung dieses spannenden und komplexen Werkstoffs noch für uns bereithält. Ich hoffe, ich konnte dir einen spannenden ersten Eindruck vermitteln. Es wird zu der Reihe Beton noch weitere spannende Videos geben. Damit du diese nicht verpasst, abonniere diesen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen.